Die ich an Sie habe, ist, wann laden Sie jemanden von der russischen Opposition in Exil für ein Gespräch hier im Bundeskanzleramt ein? Wann und wen? Also ich habe mit vielen Vertretern der russischen Opposition schon gesprochen. Ich hatte sogar die Ehre, eine Preisrede auf eine der wichtigsten Oppositionellen Russlands zu halten, die jetzt in Deutschland lebt und auch sehr geehrt worden ist und wirklich sehr engagiert ist. Das Thema Demokratie in Russland ist eine Sache des russischen Volkes, aber deshalb verdienen diejenigen, die sich für die Demokratie einsetzen, auch unsere Unterstützung, zum Beispiel auch indem wir ihnen Schutz hier gewähren, wo das nötig ist, aber auch zum Beispiel indem wir Gesprächspartner sind. Und das will ich an dieser Stelle sagen, das ist auch wichtig. Jetzt, wo wir sehen, dass Russland, sein Nachbarland, die Ukraine überfällt, ist es gut im Herzen zu spüren, dass es sehr viele Russinnen und Russen in Russland, aber auch hierzulande gibt, die daher stammen, die auf der Seite derjenigen sind, die für die Freiheit sich einsetzen und gegen den Imperialismus. Dann haben wir die junge Dame.